Hallo zusammen, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Ich wurde von Anne von Literaturlärm getaggt, den Book Addiction Tag mitzumachen. Vielen Dank dafür, Anne. Den Kanal habe ich markiert. Ich habe ein paar Fragen rausgeschmissen, weil es doch sehr viele Fragen waren und mir nicht alle gefallen haben. Den Urheber für diesen Tag haben wir beide nicht gefunden, egal wer das erfunden hat. Danke dafür und wir starten durch. Wie lange kannst du es ohne Buch aushalten, ohne dich unwohl zu fühlen? Ich kann es keinen einzigen Tag aushalten, ohne irgendwie etwas schwarz auf weiß zu lesen. Natürlich gab es in der Vergangenheit schon immer mal Tage, wo ich kein Buch zur Hand genommen habe, weil ich keins mit hatte, wenn ich irgendwie unterwegs war oder sonstiges. Das sind dann aber auch die Tage, bei denen ich mir vornehme, irgendwie jeden Tag ein gewisses Lesepensum in meine tägliche Routine einzubauen, egal wie stressig der Tag ist. Behältst du alle neuen Bücher oder gibst du sie weiter? Die Frage hat mir sehr gut gefallen und ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie sich so Gewohnheiten im Laufe der Jahre ändern können. Früher wollte ich immer alle Bücher horten und okay, habe auch mal Bücher verliehen, habe mich aber immer sehr geärgert, wenn Bücher nicht zurückkommen. Und mittlerweile habe ich mich aber von sehr vielen Büchern getrennt und ich verschenke auch sehr oft Bücher, die ich mir eigentlich selbst vorgenommen habe, frisch gekauft habe, lesen wollte, und dann finde ich jemanden, wo ich denke, ah, das wäre jetzt genau das richtige Buch für diese Person, und dann gebe ich mit freiem Herzen und ohne mich schlecht zu fühlen Bücher auch weiter, auch gebrauchte sowieso, aber auch neue Bücher. Wie viel Zeit verbringst du im Schnitt in einer Buchhandlung pro Besuch? Ja, wenn es ideal läuft, dann verbringe ich sogar eine ganze Nacht in einer Buchhandlung. Ich markiere das einfach mal, das Video bei Herr Holgersson. Haben wir von den jungen Verlagsmenschen mal eine Übernachtung in der Buchhandlung gemacht. Das war das Coolste. Und im Weltenleser in Frankfurt haben wir so ein einschließend nach Ladenschluss so eine Aktion mitgemacht, wo ich auch super viele Bücher geholt habe. Also ganz klar, ich verbringe so viel Zeit, wie es geht in der Buchhandlung. Meistens ist es dann eher so, dass das Gefühl, dass ich habe, störe ich jetzt, ist das, da guckt mich der Buchhändler komisch an, ja, glaubt er, ich mache eine Inventur für ihn oder was? Wo es dann unangenehm wird. Mir sind auch so Leseecken irgendwie suspekt. Das gab es in meiner Kindheit irgendwie eigentlich in keiner Buchhandlung so eine richtige gemütliche Leseecke, wo du signalisiert bekommst, nimm das Buch, setz dich hin, wir wollen, dass du bleibst. Denn die Buchhändler wissen natürlich, je länger du in einer Buchhandlung verbringst, desto mehr kaufst du am Ende auch. Ich bin der lebende Beweis dafür. Ich würde sagen, dass ich in einer Buchhandlung immer mehr Zeit verbringen, als ich eingeplant habe. Mindestens eine halbe Stunde, kann auch eine Stunde sein. Es sei denn, ich habe was bestellt und hole es nur ab oder so. Das ist so eine Buchhandlung, die im Prinzip nur aus einem Tresen besteht, vor dem man steht und man sich so ein bisschen umdrehen kann, dann vielleicht weniger, weil es ein bisschen creepy irgendwie ist. Aber ansonsten keine sehr viel Zeit. Wie viel Zeit verbringst du täglich mit Lesen? Schwierige Frage, kein Tag ist wie der andere mit zwei Jobs und einem Baby. Ich würde sagen, dass ich trotzdem auf so eine, ich versuche zumindest auf eine Stunde Lesezeit zu kommen. Und was mir da ganz klar hilft, ist Hörbuch zu hören, weil man das auch zwischendurch in so leeren Zeiten machen kann. Das habe ich schon vor einigen Jahren jetzt gelernt, dass das so die Lesezeit, die man hat, maßgeblich erhöhen kann. Wie viele Bücher besitzt du? Ich schätze, dass ich mittlerweile so 3000, 2.000 bis 3.000 Bücher hier besitze. Ich habe mich von ungefähr der Hälfte meiner Bücher beim letzten Umzug getrennt, weil ich nicht mehr das Bedürfnis habe, viele Bücher zu horten. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ich habe es jetzt nicht für diesen Tag extra nochmal gezählt, weil die meisten Bücher im Wohnzimmer sind, aber da ist der Platz zu knapp geworden, deswegen sind auch Bücher im Schlafzimmer und hier hinter mir im Arbeitszimmer sind auch noch Bücher, also ich glaube, dass es so ungefähr 3000 sind. Interessante Folgefrage wäre ja, wie viele dieser Bücher hast du gelesen?
Aber das war nicht Teil der Frage. Wie sieht deine tägliche Leseroutine aus? Meine tägliche Leseroutine sieht so aus, dass ich, also ich komme morgens nicht zum Lesen, weil ich dann mit dem Baby spazieren gehe. Da will ich auch keinen, obwohl wir eine Stunde draußen sind, will ich dann nicht was auf den Ohren haben, auch wenn er tief und fest schläft, weil ich dann andere Dinge mache. Da habe ich eine andere Morgenroutine, so dass ich wirklich erst zum Lesen komme. Weiß nicht, wenn ich mal auf dem Klo bin, da liegt immer ein Buch. Oder am Abend auf jeden Fall. Oder wenn ich aufhöre zu arbeiten und irgendwas mache, dann höre ich Hörbuch zwischendurch. Und höchstens mal an einem freien Tag. Ich habe sehr wenig freie Tage, weil selbstständig kann ich mich mal auf die Couch knallen und lesen. Das ist was im Moment leider gar nicht mehr passiert. Aber Routine sieht so aus. Klolektüre, Hörbuch hören zwischendurch und abends dann lesen oder vorlesen. Hast du dich schon mal durch ein Buch gequält, nur um nicht abzubrechen? Ne, mache ich prinzipiell nicht. Habe ich hier auch schon mehrfach gesagt, ich quäle mich nicht durch Bücher, nur um sie gelesen zu haben. Das macht man vielleicht mal im Studium oder so und dann schummelt man sich auch so ein bisschen durch, aber wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann breche ich gnadenlos ab und ich werde demnächst auch mal ein paar Bücher vorstellen, die ich abgebrochen habe. Was sind deine drei wichtigsten Leseziele für 2021? So richtig große, in Stein gemeißelte Leseziele nehme ich mir nie vor, weil ich mich da von meinen Interessen einfach leiten lasse. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich nächstes Jahr Anna Karenina von Tolstoi lesen oder viel mehr wahrscheinlich hören möchte, dass ich mehr Fachbücher lesen möchte zum Bereich Video und Marketing. Das ist wirklich so ein Ziel. Und abgesehen davon möchte ich auch wieder mehr Sachbücher lesen. In letzter Zeit habe ich sehr viel Belletristik gelesen, das war mal ausgewogener. Also auch Sachbücher, vielleicht passiert das auch in dem Lesekreis, den ich gerade gegründet habe. Das ist jetzt das erste Buch, das wir lesen, aber kein Sachbuch, sondern Malet von Roman Ehrlich. Habe ich auch schon angefangen und bin mal sehr gespannt, wie die anderen das finden. Das war der Tag, der Book Addiction Tag von mir ins Deutsche übersetzt und um einige Fragen, knapp die Hälfte der Fragen, gekürzt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder wenn du den Kanal abonnierst. Nochmal danke an Anne fürs Taggen. Ich tagge an dieser Stelle niemand. Mir ist am liebsten, wenn du einfach die Fragen für dich beantwortest, hier in die Kommentare schreibst oder wenn du sagst, geiler Tag, ich mache jetzt selbst ein Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.